Ja, hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal mit einem neuen Video. Diesmal über den Orden des Roten Sterns. Der Orden des Roten Sterns wurde in den 30er Jahren bis etwa in die 60er, 70er Jahren verliehen. Jo, dieses Exemplar habe ich heute gekauft in einem Numismatikgeschäft. Jo. Ein getragenes Exemplar, wie man sehen kann, hat auch einen kleinen Emaillenschaden. Ich denke, dieses wurde wirklich von einem Soldaten getragen oder Offizier auf jeden Fall. Jo. Rückseitig, revers sieht man die Nummer. Die hatten ja immer eine bestimmte Verleihungsnummer. Diese kann man heute einer Zeitperiode zuschreiben. Diese Nummern. Frühe Stücke waren natürlich mit Hundertern-Nummern, Tausender-Nummern zu finden. Dieses ist natürlich schon eine Million. Mehr als ein bisschen, eine Million, Hunderttausend und irgendwas. Das ist der sechste Typ, habe ich herausgefunden. Diese wurde Februar, März verliehen, 1945. Also kann das gut sein, dass der getragen wurde in dieser Zeit und der Soldat dabei wahrscheinlich in der Schlacht um Berlin. Der Kessel von Halbe oder die Seeloer Höhen dabei gewesen ist. Jo, diese wurden immer emailliert und versilbert. Jo, das ist die Schraubscheibe dazu. Was ich jetzt bei dieser Schraubscheibe denke, das ist keine Originale, diese wurde entweder hinzugefügt, die von einem anderen Orden stammend ist, oder sie wurde einfach gefälscht oder sonst was. Aber ich kann das auch nicht zu 100% bestätigen. Jo. Leider habe ich mich noch nicht beschäftigt mit dem Kyrillischen, was jetzt da draufsteht auf dem Orden, auf dem Avers und dem Revers, oder? Hier. Das werde ich auf jeden Fall noch unter die Kommentare setzen. Jo. Diese Orden wurden nach der Verleihungspraxis zufolge etwa 2 Millionen Mal im Kriege, also im Zweiten Weltkrieg, verliehen. Jo. Jo, das war's wieder mal von mir. Und schaltet das nächste Mal wieder ein bei Fragen einfach unter die Kommentare. Schreiben.